Moin, mein Name ist Alvo, ich bin mal wieder im benachbarten Wald unterwegs und heute möchte ich mit euch über folgendes Thema reden. Sinnvoll, 5 Dinge, die du brauchst, wenn du das erste Mal draußen Busch craftest, campst oder einfach nur schlafen gehen willst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Letztens habe ich ein kleines Video rausgebracht namens Unnötig, die Top 5 Dinge, die du beim Buschcraften nicht brauchst. Da liegt es nahe, auch ein Video zu machen mit Sinnvoll. Die 5 Dinge, die du zum Buschcraften und Campen draußen auf jeden Fall brauchst. Und natürlich auch allgemein zum draußen schlafen sind diese Tipps durchaus benutzbar. Vorneweg, das hier wird kein Ausrüstungsvideo, das heißt jeder, der sich Ausrüstungsvideos wünscht, geht einfach da oben aufs Ausrufezeichen oder unten in die Videobeschreibung und findet entweder dort Videos zu dem Thema mit Packlisten oder unten meine komplette Ausrüstungsliste. Bevor ich beginne aufzuzählen, was man so braucht, schreib mir gerne unten mal in die Kommentare deine Top-Tipps für Anfänger oder auch Fortgeschrittene im Bushcraft-Camping und draußen Schlafenbereich. Denn ich glaube, davon können wir alle profitieren. Nummer 1. Wald. Ja, ganz genau. Sowas wie das da hinter mir. Ich weiß, dieser Tipp mag sich für den einen oder anderen vielleicht nicht besonders toll anhören, beziehungsweise als eine Selbstverständlichkeit anhören, aber ich muss sagen, da ich vorher in Hamburg gelebt habe und mittlerweile umgezogen bin, weiß ich als Ex-Hamburger ganz genau, was es heißt, nicht vernünftigen Wald neben sich zu haben. Und seien wir ehrlich, in unserer Kulturlandschaft ist es auch gar nicht so einfach, einen Wald zu finden, in dem man halbwegs legal schlafen kann. Das Draußenschlafen an sich ist in Schleswig-Holstein schon mal komplett raus, weil da ist es per Landesgesetz verboten und in Baden-Württemberg, soweit ich weiß, per Jagdgesetz verboten, nachts die Wege zu verlassen. Und wenn man nachts nicht die Wege verlassen darf, ist natürlich auch das Draußenschlafen verboten. Im Bundeswaldgesetz, soweit ich weiß, ist das Zelten mit einer oder einer zeltähnlichen Konstruktion verboten. Das schließt aber zumindest in einer Grauzone das Bivakieren, also das Legen in einen Plastiksack, nicht aus. Das heißt, das ist theoretisch erstmal erlaubt. Ich muss aber auch sagen, dass ich noch nie ein großartiges Problem damit hatte, draußen zu schlafen, auch mit Zelt, wenn man sich halbwegs vernünftig benimmt und am nächsten Morgen dann einfach weiterzieht. Solange man kein Ghetto-Blaster benutzt, ein Riesenfeuer im Hochsommer macht und ähnliches, also Waldbrandgefahr auslöst, ja, und sich auch sonst korrekt verhält oder zumindest gesund menschenverständlich verhält, dann hat man normalerweise kein Problem mit dem draußen schlafen, auch wenn es normalerweise, zumindest mit Zelt, immer illegal ist. Natürlich ist in jeglicher Art von Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzgebieten und ähnlichen auch das draußen schlafen verboten, zum Schutz der Tiere, zum Schutz der Pflanzen etc. Das hängt von Gebiet zu Gebiet ab natürlich. Und ihr merkt schon, das sind gerade ganz schön viele Punkte, die auf einmal so unstrukturiert kommen und das ist nämlich auch das große Problem. Für viele ist es dann doch relativ einfach, zumindest in den teils südlichen Gebieten einen Schlafplatz zu finden. Ja, sagen wir in der Schwarzwaldregion oder so, ist es eigentlich kein Problem, normalerweise draußen zu schlafen. Ja, man hat auch eher Kontakt, sagen wir mal, zu dem Bauern, dem vielleicht noch ein Stück davon gehört und. Aber für viele Stadtbewohner oder auch Halbstadt-, Halbdorfbewohner, ja, es gibt ja immer so Zwischendinger, ist das durchaus ein Problem. Wie finde ich jetzt einen guten Wald bei mir in der Nähe? Ja, es gibt ja auch gute und schlechte Wälder. Ein schlechter Wald ist zum Beispiel eine Zelluloseplantage, ja, eine Zelluloseplantage. Das heißt, ich nenne sie auch gerne die Autobahnwälder. Das sind diese lieblosen Wälder, wo nichts anderes wächst als Fichtenbestände, die da hochgezogen werden. Ja, da ist auch nichts am Boden, da wird auch kein Strauch hochgewachsen lassen. Sowas wollen wir nicht. Das ist unangenehm, da kann man ja, hunderte Meter weit durchgucken. Das hat mit Wald meiner Meinung nach nichts zu tun. Das heißt, wir suchen einen Wald, der auch zumindest nach unserer Vorstellung nach Wald aussieht, auch wenn selbst der natürlich eine Art von Kulturlandschaft ist. Und wie finden wir den? Am einfachsten sage ich ganz ehrlich, guckt bei Google Maps nach allen grünen Flächen, die irgendwo um euch herum sind und geht in jede mal rein und guckt euch das an. Und wenn es ein Naturschutzgebiet ist, dann wisst ihr, ihr dürft da nicht schlafen. Dann könnt ihr euch zum Beispiel auch informieren, warum das ein Naturschutzgebiet ist. Und ansonsten sucht ihr euch was anderes, zum Beispiel wie ich hier habe, ein Staatsforst, wo also theoretisch nach niedersächsischem Recht das Bivakieren draußen gestattet oder zumindest sich in einer Grauzone befindet und Niedersachsen ist da ein Sonderfall, als einziges Bundesland tatsächlich, auch das Feuermachen im Winter, wenn keine Waldbrandstufe ausgerufen worden ist, die über 1 liegt, erlaubt ist.
halten wir also fest, einen Wald zu finden, einen vernünftigen Wald, in dem man auch schlafen kann, auch legal, ist gar nicht so einfach, wie man manchmal denkt. Das ist natürlich aber von Region zu Region unterschiedlich. Einfach an meine Tipps halten und dann wird das schon. Nummer 2, die Liebe zur Natur. Die Liebe zur Natur klingt erstmal ein bisschen esoterisch, ist aber gar nicht so esoterisch gemeint. Das heißt auch nicht nur, dass man wirklich die Pflanzen liebt und dabei zur Ruhe kommt, sondern auch die Motivation hat, sich gewisse Fähigkeiten darüber anzueignen. Welche Untergründe sind zum Beispiel die perfekten, um da ein Lager aufzuschlagen? Welche Pflanzen könnten zu giftig sein? Unter welchen Bäumen darf ich zum Beispiel nicht schlafen, beziehungsweise ist es gefährlich zu schlafen? Und wo könnte Wasser sein, beziehungsweise wo könnte es dadurch kälter werden, dass vielleicht zu viel Wasser in der Nähe ist wie ein Morast. Das waren nur ein paar Sachen von Dingen, die durchaus wichtig sind, meiner Meinung nach, wenn es um Bushcraft, Camping und draußen schlafen geht, die man sich aneignen sollte. Aber mach dir keinen riesigen Kopf, niemand kann alles davon wissen. Das ist Learning by Doing. Vielleicht warst du ja mal bei den Pfadfindern oder du hast noch vor, bei den Pfadfindern dich anzumelden. Dann wirst du mit der Zeit solche Dinge auf jeden Fall sowieso lernen. Und ich sag mal so, in der Gruppe lernt sich sowieso am besten. Ansonsten Learning by Doing, einfach rausgehen, mit der Natur in Kontakt kommen und du wirst schon merken, okay, die eine Nacht war mir zu kalt und dann kannst du überlegen, warum. Dazu gehört natürlich aber auch eine gehörige Portion Motivation. Nein, doch. Nummer 3, die Motivation. Ja, die Motivation, das klingt so trivial, weil irgendwie sollte man die schon haben. Viele fangen die richtigen Dinge aus den falschen Gründen an. Ich sage hier die richtigen Dinge, weil ich natürlich Bushcraft und das ganze Outdoor-Thema als ein richtiges Ding für jedermann ansehe. Der Kontakt zur Natur ist natürlich etwas, was natürlich ist aus meinem persönlichen Empfinden zumindest heraus. Ja? Und es kann zumindest nie schaden, sich diese Fähigkeiten anzueignen und sich selbst als Mensch weiterzuentwickeln und auch vielleicht ein bisschen abzuhärten. Leider erfolgt die Motivation dann aber oft aus falschen Gründen. Menschen sehen irgendwas Cooles, wie zum Beispiel ein Biergrills, wo man schon sagen kann, ohne vielleicht zu doll anzuecken, dass das ganze Bild, was er vermittelt, ein bisschen zu verzerrt ist. Oh my goodness! Obwohl er natürlich auch viel getan hat für die Autoszene, muss man sagen. Die Menschen fangen dann an, ihm nachzueifern und merken relativ schnell, oh, das ist aber alles zu viel und zu anstrengend. Womit ich auch sagen möchte, ein Motivationsplan kann auch niemals falsch sein. Das heißt, du fängst mit kleinen Steps an und versuchst nicht gleich etwas Riesiges zu tun. Niemand muss in Deutschland eine Larve essen. Du kannst es natürlich tun, wenn du Lust dran hast, wenn du Lust dran hast, das auszuprobieren, aber es ist niemals erforderlich, um ein wahrer Bushcrafter zu sein. Das bedeutet natürlich auch, dass du dir deine Motivation nicht nehmen lässt von Fehlschlägen. Fehlschläge werden passieren, denn das hier ist nun mal kein, ja, wie soll ich es ausdrücken, Shopping-Erlebnis im netten Center nebenan, obwohl ich natürlich sehr gerne auch shoppe, weil nichts anderes ist, nach Outdoor-Sachen zu gucken, aber dieses Einkaufszentrum-Erlebnis wirst du hier nicht finden. Hier kann dir wirklich einfach mal eine Nacht zu kalt sein, dir kann was kaputt gehen, du kannst bluten, weil du dich mit dem Messer schneidest. Passiert mir übrigens heute auch noch regelmäßig, weil ich ein Idiot bin. Und allerhand andere Sachen können schief gehen. Das bedeutet, wenn du fehlschlägst, arbeite an dir. Ja, es ist ja auch nicht so, dass du sofort am nächsten Tag rausgehen musst und dann sofort der super Survivaler, Bushcrafter oder sonst irgendwas sein musst, sondern einfach immer ein bisschen klein weitermachen und jeder kann sich dabei auch sein Tempo selber aussuchen. Das ist übrigens mit eine schöne Sache. Nummer 4, die Ausrüstung. Ja, die Ausrüstung muss trotzdem ein Punkt sein, aber ich meine hier jetzt keine Einkaufsliste oder sonst irgendwas in der Richtung. Dazu habe ich viele, viele Videos gemacht und habe auch noch in nächster Zeit ein paar Videos vor. Einfach hier oben aufs Ausrufezeichen klicken, da habe ich euch alte Sachen von mir verlinkt. Was ich aber eigentlich sagen möchte ist, du musst deine Ausrüstung für dich persönlich aussuchen. Das Messer, der Rucksack, die besten Schuhe, das kann bei jemand anderen etwas komplett anderes sein, als bei dir es ist. Ich habe schon erlebt, dass ich zum Beispiel 300 Euro Messer in der Hand hatte, die andere unglaublich gut fanden und in den Himmel gelobt haben und alles. Und ich dachte mir, ja, ich finde das gar nicht so toll. Das ist dann einfach so, ja. Preis macht nicht die Qualität oder wie gut es zu dir passt. Jeder Ausrüstungsgegenstand muss selbst zu dir passen und muss auf deine Bedürfnisse abgestimmt sein, ja. Es gibt einfach Leute, die wollen zum Beispiel aufs Beil verzichten. Ja, dann brauchen sie ein Messer, was sie als Beilersatz benutzen können. Ich brauche das nicht, weil ich
möchte mein Beil nicht ersetzen. Wenn ich mein Beil brauche, weiß ich vorher Bescheid, dass ich mit ihm rausgehe. Ansonsten nehme ich eine Klappsäge zum Beispiel mit. Aber es gibt einfach Menschen, die möchten halt ihr Messer und ihr Beil sozusagen in einem haben. Das ist dann ihre persönliche Ansicht, ihre persönliche Ausrüstungsgegenstand. Und genauso musst du für dich rausfinden, was du am liebsten möchtest. Brauchst du lieber 3 Liter Wasser jeden Tag oder brauchst du lieber wenig Wasser, zum Beispiel 1 Liter? Davon hängt ab, welche Trinkgefäße du brauchst. Ja, bei 3 Liter würde ich dir wahrscheinlich eher zu einer Blase raten, aus der du trinken kannst. Bei 1 Liter reicht die typische Nalgene Armeeflasche Nachbildung mit der Nierenform, möchte ich sagen. Ein anderer wichtiger Punkt, der auch noch gern vergessen wird, zum Beispiel von mir ganz oft vergessen wird, ist natürlich auch die Ausrüstungspflege. Du wirst sehr schnell merken, dass wenn du nach Hause kommst, du keinen Bock mehr hast, deine Ausrüstung zu pflegen oder zumindest vernünftig wegzupacken. Mir geht das jedenfalls so, ich packe praktisch nie die Ausrüstung genau an dem Abend oder an dem Mittag, an dem ich wiederkomme, wieder weg, sondern ich schütte einfach erstmal alles aus an einen Platz, wo es gerade ja ein bisschen trocknen kann. Weil du solltest niemals, niemals die Ausrüstung über Nacht im Rucksack lassen. Selbst eine Nacht im Rucksack. Das hängt natürlich von den Bedingungen ab, wie atmungsaktiv, wie warm, wie viel Wasser und so weiter und so fort, kann Teil der Ausrüstung schon anfangen zu schimmeln. Bei 2 Tagen sowieso. Deshalb räum deine Ausrüstung zumindest immer raus. Sie muss nicht perfekt danach sofort einsortiert sein, aber schmeiß sie zumindest luftig in irgendeine Ecke, damit sie ja anfangen kann zu trocknen und nicht zu schimmeln. Und wenn du deine Ausrüstung so ein bisschen zumindest halbwegs im Schuss hältst, so wie ich das habe, ich bin da beileibe kein Positivbeispiel, bin ich ganz ehrlich, dann wird mit deiner Ausrüstung auf Dauer auch nichts passieren. Nummer 5. Videos von Alvo Hilbeck. Oh, ich meinte natürlich etwas ganz anderes und zwar der Plan. Ich möchte jetzt hier nicht, dass du gerade dieses eigentlich relativ unstrukturierte Hobby vollkommen durchplanst. Ich möchte einfach nur, dass du dir im Vornherein darüber bewusst bist, was du tust. Das kann mehrere Abstufungen an Intensität haben. Okay. Zum Beispiel der Wenigplaner. Der Wenigplaner hat mit der Zeit seine Ausrüstung zum Beispiel zusammengesammelt oder hat einen generellen Plan, welche Ausrüstung ungefähr flexibel ist für alle Richtungen. Da ist oft Armeeausrüstung zum Beispiel sehr gut, weil sie zwar schwer ist, aber man beim Bushcraft Camping und draußen schlafen nicht so viel wandert, wie es vielleicht beim Trekking erforderlich wäre vom Gewicht her. Und deshalb kann dieser Mensch relativ flexibel sein, weil das auch robustes Material ist. Das heißt, man hat seinen vorgepackten oder halb vorgepackten Rucksack, man hat sowieso komplett robustes Material, was in jeder Situation halbwegs vorankommt, schleppt natürlich auch viel zu viel Gewicht mit sich rum, aber man geht einfach raus, scheiß auf Wetterbericht, scheiß auf wohin ich genau gehe, ich gehe einfach raus und das klappt schon irgendwie. Und ja, bei den Menschen klappt das auch meistens. Der Mittelplaner ist zum Beispiel jemand, der ein bisschen zum Beispiel Armeeausrüstung benutzt, ein bisschen günstige Ausrüstung, aber auch schon ein bisschen Profi-Ausrüstung. Ein bisschen von allem, je nachdem, in welchem Einsatzbereich er unterwegs sein möchte. Das heißt, er macht sich zumindest den halbwegs einen Plan, sich den Wetterbericht anzugucken, ja, in welchen Temperaturgraden bin ich unterwegs, und dann geht er einfach irgendwo in den benachbarten Wald, in den er vielleicht schon mal durchgegangen ist, aber in dem er sich noch nicht perfekt auskennt, und sucht sich da einfach einen Bushcraft, Camping oder Schlafplatz. Die wenigsten von uns werden ein High-Planer oder ein Großplaner oder ein minutiöser Planer sein. Ja, das bedeutet, dass man nur noch die teuerste und tollste Ausrüstung benutzt, dass man vorher sich auf einer Karte ein Platz sozusagen fast schon markiert hat, bei dem man weiß, wo ist der nächste Baum, wo ist der nächste Fluss, wie ist das Wetter, und zwar mit Wetterbericht auf 24 Stunden ausgelegt und so weiter und so fort. Das kann man alle 3 von diesen Arten machen. Ich muss aber sagen, es kommt ein bisschen drauf an, welcher Typ du bist. Such dir deinen Planungstyp aus, aber hab auf jeden Fall zumindest halbwegs einen Plan, weil völlig planlos auszugehen geht eigentlich immer irgendwie schief. Wobei ich auch sagen muss, dass Schiefgehen natürlich auch immer ein Erfahrungswert ist. Und für Anfänger sind Erfahrungswerte natürlich immer wichtig. Dann ist aber wieder das Motivationsding, weil ansonsten könnten die Leute ja zu schnell abgeschreckt. Du schaffst das. Wirklich. Wirklich. Ich hoffe, dass meine Top 5 Tipps fürs Bushcraften, Campen und draußen Schlafen dir weiterhelfen, bei deinen nächsten Touren zum Beispiel. Schreib mir aber auch mal gerne in die Kommentare deine Tipps hinein, worauf du so achtest, wenn du auf kleine Touren zum draußen Schlafen gehst.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos und Playlists zu Videos übers Bushcraften und Campen. Einfach mal angucken, da erfährt man bestimmt einiges übers draußen Schlafen. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Davon gehe ich zumindest aus. Bis dahin. Tschüss, tschüss.